Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby's Space Program im Multiplayer mit dem guten Bluff zusammen. Moin. Eine Weile ist vergangen, ich muss noch was freischalten. Ist mir gefallen, ich werde versuchen, ein paar Satelliten in den Orbit zu kriegen. Ich weiß nicht, was du heute planst. Ein paar Satelliten, ja. Ich habe aufgeräumt tatsächlich. Aufgeräumt? Ja. Ich bin offscreen meine ganze Datenbank, sag ich mal, hier durchgegangen und habe diesen ganzen Kappes von vor Jahren mal alles gelöscht. Das hat ja 9/10 meiner Ladeliste eingenommen, damit ich da jetzt auch mal durchblicke. So. Und ich habe so ein paar Vorlagen schon mal gebaut. Für alles Mögliche. Alles Mögliche. Alles Mondlandung. Nein, da bin ich noch lange nicht. Wenn ich auf dem Mond lande, da bist du schon beim Saturn oder was es hier gibt. Sehr unwahrscheinlich. Das ist sehr wahrscheinlich, weil ich werde in den nächsten Monaten nicht auf dem Mond landen, das glaube ich nicht. Wir nehmen hier das Grundbaustück. Ich würde nämlich gerne zwei Satelliten würde ich gerne versuchen zu designen und die in den Orbit zu kriegen. Wirklich ganz einfach, sehr kostengünstig. Einfach ein bisschen Kommunikation ins All bringen. Für spätere Reisen. Wir fangen mit dem KI-Kern an, würde ich sagen. Das wird der erste. Ich hätte schon gern, dass der vielleicht sich auch ein kleines Stück fortbewegen kann. Der Satellit, so minimal. Mal hier so eine kleine Düse ran. Ich bin überlegen, ob ich mit einem klassischen Weltraumtouristen starte und dann meinen Satelliten versuche hochzubringen. Kann man machen, ne? Hier gibt es nämlich so drei Leute, die haben ein Anliegen und die könnte ich separat bedienen. Die haben ein Anliegen? Ja, die möchten gerne einen Orbit umkurbeln. Das kriege ich ja noch gerade so hin. Danach wird es schon schwieriger. Das ist ja easy, ne? Für dich, für mich ist das nicht easy. Das sieht ein bisschen witzig aus. Okay. Ich mach das anders. Der Auftrag ist angenommen. Ich muss aber meine Aufträge gucken, ich habe noch gar nicht mehr geguckt. Passt was ich eigentlich so. Für Aufträge habe. Moment. Wenn ich hier auf meine Ortungsstation gehe, also verstehe ich das richtig, dass also du hast da jetzt was auf dem Mond gelandet, weil ich da ging ja etwas, so Energiestrahlen hin. Ich habe etwas auf dem Mond gelandet, eine kleine Sonde. Die wird aber wahrscheinlich die Funktion einstellen, sobald sie auf die Nachtseite kommt. Das war das High-Risk-High-Reward-Manöver. Dein Titan-Explorer, ich meine, guck dir mal Umlaufbahn an. Holy shit, die geht ja über Minus hinaus, ey. Ja, das ist das Problem. Der war außerhalb der... Also ich weiß nicht, ob ich den zurückkriege. Ich muss hoffen, dass ich noch Kommunikation habe am weitest entferntesten Punkt. Wenn ich dann noch Kommunikation habe, kriege ich ihn eventuell wieder. Aber das wird sich zeigen. So, was haben wir denn hier? Passworlds. Okay, dann befördern wir doch mal Passworlds Kirbin, oder wie der heißt. Komm, wir machen ihn ganz klein. Wo habe ich denn jetzt das Triebwerk? Wieso ist die Musik hier jetzt wieder so laut? Satellit. Wie, was? Wer ist laut? Was ist denn hier laut? Nein, die Musik ist jetzt plötzlich wieder so mega laut. Was ist denn hier los in diesem Spiel, ey? Kann ich dir nicht sagen, das ist Kirbel. Das ist immer ein bisschen schwierig. So, Notfallkommunikation. Ich will es also kostengünstig wie möglich machen. Wir haben zwei kleine Antennen dran. Das Ganze würde ich halt gern zweimal hochschicken. So, wo bist du denn? So, man kann es später auch vielleicht andocken und wieder zurück. Passworld Kirmen. Oh, Kollege. Jetzt ist die Musik übelst mega krass. What the fuck? Ich habe das nur irgendwie 3% runtergedreht. Okay. So. Genau das, dann das. Mal ja kurz das kontrollieren. Mal weg. Ich versuche es jetzt gleich mal synchron gegenzubauen. Ist die Startrampe frei? Die ist frei, ich bin am Bauen. Alles gut. Jetzt muss ich natürlich gucken, ne? Das. Okay, mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Vermutlich nicht. Ich
Schaffst du. Ich habe das Spiel schon fast über eine Woche nicht mehr gespielt, hallo? Ich auch nicht. So, das machen wir. Gibt's an. Hier? Lol. So eine ganz kleine Typ, warte. Okay, Weltraumtourist. Ja, let's go, ne? Damit ich wenigstens schon mal den ersten von den drei bedient habe in dieser Folge. Du bringst die einzeln hoch. Ihr muss ich ja. Ich weiß noch nicht, war eine Frage. Ja, das ist doch immer so bei mir. Das war auch letztes Mal auch schon so. Ja, einzeln. Ich kann das halt nicht anders. Du gehst halt immer davon aus, dass ich hier genauso weit bin wie du, habe ich mal gerade das Gefühl. Yep. Zwei was ist jetzt nochmal? Ach scheiße, ich weiß das halt echt nicht mehr, wie die Streuung geht. So, wir haben zwei kleine Satelliten. Das sollte ja gut passen. Wir haben ein bisschen Solar dran. Sollte auch funktionieren. So. Wissenschaftliches Zeug brauchen wir eigentlich gar nicht dran, weil das will ich ja eigentlich nicht machen. Ach genau, jetzt habe ich mich immer schon so ein bisschen gedreht, glaube ich. Zurückholen will ich die eigentlich auch nicht. Die können wir irgendwann abstürzen lassen vielleicht, müssen wir mal gucken. Gut, dann passt das eigentlich alles, ne? Wird komplett KI-mäßig hochgeschossen, also... Die Frage ist, ich habe mir nicht überlegt, wo ich die denn hinsetzen möchte. Ja, alles klar, Freunde. Richtig. Also in welche Umlaufbahn ich die packen will. Bevor ich starte, werde ich mal gucken. Wieso hat das jetzt so eine Farbe? Weil ich mein Ortungsding abgegradet habe? Okay, das hält sich da fest. Wir werden das noch ein bisschen mehr befestigen müssen. Oh, das wird wieder knapp. Ich sehe das schon, ey. So. Okay, Abdeckungen drauf. Ich muss natürlich dran denken, das wieder zurückzuholen. Kleidung bauen. Ich darf es nicht vergessen. Die Station, die Einzelstufen wieder zurückzuholen. Ich werde es safe wieder vergessen. Ich weiß es einfach. Wieso geht das nicht? Hä, ich drücke in die falsche Richtung. Oh Gott. Okay. Okay, halten wir das quasi auch noch fest. Ja, das müsste jetzt ja eigentlich funktionieren. Machen wir hier mal 3.0 oder machen wir 4.0, komm. 3.0 war auch schon vergeben. Nee, war nicht vergeben. Egal. Hier noch Verkleidung bearbeiten. Und speichern. Gut. Rakete. Rakete. Würden Sie bitte. Ja. Dankeschön. Das ist. Sehr freundlich von ihm. Kurz mal gucken, dass alles passt. Okay. Das ist ein Orbit. Okay. Das ist ein Orbit, okay. Die ganzen Aktionen werde ich separat starten müssen hier. Also die werde ich separat abkoppeln. Gott. Speichern wir das Ganze. Ist es padfrei? Ja, wenn man jetzt mal von Angstschweiß und sowas absieht, sollte das Pad eigentlich frei sein. Also ich bin okay, in einem Orbit aktuell. Okay, aktiv, erkunde Mund. Wobei ich bin, glaube ich, vor dir ein bisschen. Fördere drei Touristen sicher an ihr Ziel. Die wollen es Kurbel umkreisen. Okay, drei Stück, wird lustig. Bringe ein neues Teil an dem Satelliten in der Unterfahrt von Kirbin an. Das können wir jetzt im Nachhinein erstmal noch nicht machen. Bring Mondstein mit. Ja, da sehe ich mich ja ein bisschen mit Mondstein, nehme ich mal an. Wo muss das hin? Wie weit entfernt? Jetzt bin ich mit reingeschrieben, ne?
Brasilien Satelliten in der äquatorialen Oberfläche von Kerbin. 14 Millionen Kilometer. Ach du Scheiße. Ja, okay. Sehe ich mich nicht. Oh, warte mal. Das war doch die Version mit dem Hitzeschild, oder? Ich habe irgendwie Hitzeschilder abgebaut. Das ist natürlich belastend, wenn er kein Hitzeschild mehr hat. Dann hast du gleich einen Touristen weniger. Ja, doch, Millionen. Das ist die Version mit dem Hitzeschild. Okay, ich habe keine direkte Mission für Satelliten, aber ich werde einmal eine eigene machen. Vergütung kriegt man dafür für Satelliten. Auch extra ein bisschen. Mal gucken, ich versuche mal einen recht nahe zu bringen, vielleicht so 200, 300 Kilometer. Und dann versuche ich mal einen noch so weit zu kriegen, dass ich das Teil recovern kann. Das ist das Ziel. Ja, so weit bin ich noch nicht. Also ich habe schon Ideen, aber so weit bin ich halt einfach noch lange nicht. Was meinst du mit Satelliten hochschicken? Nee, dass ich das recovern kann. Ach so, ja, ich habe es halt einmal versucht. Ja, was ist das denn hier? Wieso kann ich das nicht? Ah, jetzt. So, der Typ ist hammerhart excited. Das ist ja was Gutes. Warte mal. Kleine ist besser. Mein Logo noch hier draufpacken auf die Satelliten natürlich. Schön über die Kühlung der Kerne, finde ich gut. So, der Platz ist frei, dann gehe ich auf den Platz jetzt. Also ich lande gleich wieder. Eventuell kommt dir gleich ein Triebwerk entgegen, aber das ist ja nicht mein Problem. Oh. Jetzt habe ich Angst, dass wenn ich hier rausgehe, dass mir ein Triebwerk entgegengeflogen kommt. Na, Dankeschön. Just be so mega leise. Warum ist das jetzt so mega leise? Ich habe doch nur die Musik leiser gestellt. So, ich sync erstmal nach, bevor ich starte. Okay, habe nachgesynkt. Ich habe noch die Grafikbugs, ne? Und Start. Okay. Die ersten zwei kleinen Satelliten. Drei Satelliten gleichzeitig? Zwei Satelliten gleichzeitig. Wow. Wie du mich halt über den Schatten stellst, ey. Ich hab da nur gebaut. Was soll ich machen? Ich hab die so klein und kompakt wie möglich gebaut. Ich komm halt wirklich null mit. Das ist halt echt, wow. Muss ich nur noch nach oben kriegen. Das sieht gut aus. Die sind halt nicht mal ansatzweise so schwer. Das sollte eigentlich easy gehen. Oh. Es wackelt. Das sollte aber eigentlich safe sein für ihn. Ich hoffe den runter. Es sieht nach Wasserlandung aus. Das runterholen ist dann immer dein Problem mit den Leuten. Das wird immer schwierig. Weil ich stell mir vor, du machst die Eintrittshitze über irgendwie 200% oder so. Warum sollte man das machen? Ich weiß es nicht. So richtig hardcore? Ja, das ist ja unrealistisch. Ja, extrem unrealistisch. Ja, mein Guter, ich würde mal sagen, das war ein Erfolg. Wie hoch bin ich jetzt gerade? Nicht sehr hoch, ne? Ich kipp mich schon mal. So. Sobald ich im All bin, gebe ich noch ein bisschen nach vorne Schub. Das haben wir gleich. Zeitlinie. Bremsfallschirme aktiviert. Ja, bei dir jetzt auch relativ solide, ne? Das mit dem Touristen? Ja, einer immer nur. Mehr schon. Ja, aber war solide, also. Ja, ein Touristen kann ich solide transportieren, es sei denn, die kommen irgendwann mal auf die Idee, ich möchte gerne in den hohen Orbit, dann kann ich gar nichts mehr machen.
oder sie wollen irgendwie mal einen Mund umkreisen, dann habe ich auch verloren. Dann kann ich auch nichts mehr machen. Das hier, da habe ich ein gutes Konzept entwickelt für einen zumindest. Das ist ja schon mal was Gutes. So, dann spule ich mal ein bisschen vor. Ich meine, das Herunterfallen ist jetzt nicht mehr so spannend, muss ich sagen. So. Ich muss erstmal ein bisschen vorspulen. Dann wollen wir erstmal in den Orbit gehen. Die Satelliten sind noch geschützt. Das Abkoppeln haut dann auch hin, ne? Genau, das ist. Nee, lol, das koppel ich ja gar nicht mehr ab. Ich tu das dann wegmachen. Ah, lol, stimmt, ja. Und die kleinen Düsen. Wie viel Treibstoff haben diese kleinen Düsen? Okay, ich springe jetzt erstmal auf den Orbit, dann lande ich die erste Stage. Nicht verhauen, das Ganze. Schön. Wieder schön, Step by Step. Oh, oh, das könnte etwas kritisch werden, aber das wird schon, hoffe ich. So, hier können wir abkoppeln, ganz easy. Den würde ich sagen, machen wir auf die erste Ebene und dann versuchen wir so hoch wie möglich noch auf die zweite zu kriegen, weil die halt auch noch Treibstoff haben, ne? Ja, wir tun wir ein bisschen droppen, aber das geht schon. Ich habe jetzt auch halt keinen extra Job dafür. Das sind meine Satelliten quasi. Naja, das andere, das dauert halt noch. Das wird jetzt erstmal sonst wohin fliegen und dann weiß ich nicht, ob die Kommunikation überhaupt noch passt. Das wird sich zeigen, ob da noch Kommunikation besteht oder nicht. Ja, ich würde versuchen. Tourist ist glücklich. Mein Körper ist wieder abgestürzt. Das ist jetzt unlucky. Ich bin gerade im Beschleunigen. Hä, was ist denn mit Körbel los? Ich weiß es nicht, aber wenn das so ist, ist es echt nicht mehr spielbar. Ich starte neu. Warum? Ich hoffe, dass ich jetzt schnell genug wieder reinkomme. Das Problem ist, ich war noch nicht in der Umlaufbahn. Wenn es jetzt resettet hat, das wäre echt bitter. Drück die Daumen, dass es nichts resettet hat. Ich warte mal hier. Und guck mir mein Center an. Ja, vielleicht haben wir echt zu viele Mods oder so, ich weiß nicht. Also es gibt Leute, die spielen mit 200 Mods. Ja, aber unser Körbel stürzt ab und das liegt mir sicher halt nicht an Vanilla-Körbel. Nee, das ist klar. Natürlich ist es irgendeine Mod-Konstellation. Aber die Mods, die ich hier reingepackt habe, sind eigentlich die, die fast bei allen Modpacks drin sind. Ich habe extra nichts irgendwie. Ja, aber irgendwas scheint ja nicht zu funktionieren. Ja, klar. Irgendwas funktioniert nicht. Das war die Frage. Also, ich meine, jetzt ist Körbel ja auch eine neue Version wiederum geupdatet, ne? Ja. Also bei meinem Flug ging jetzt gerade alles glatt, aber ich hatte halt auch nur sehr, sehr simple Teile. Bei meinem Flug geht auch eigentlich alles glatt, aber wenn ich jetzt noch Schub gebe, ja. Wenn ich jetzt nicht mehr Schub gebe, kann ich nicht fallen wieder zurück und die Satelliten sind weg. Oder, da ich nie kein Orbit hatte, hat es sich resettet. Das kann auch sein. Das wird sich jetzt gleich zeigen. Wenn es sich echt resettet, das wäre halt echt bitter. Würde ich es aber schnell nochmal neu versuchen. Denn so viel habe ich halt nicht gemacht. Ich habe hier nämlich auch einen Kommunikationssatelliten vorbereitet, den ich gerne in eine Umlaufbahn bringen würde. Warte. Wenn das jetzt aber dabei ich kann dir jetzt nicht nachsinken. Das ist mir schon klar. Es ist noch da. Es ist noch da. Ich muss jetzt das steuern und sofort Gas geben und versuchen. Gas. Aber die First Stage ist nicht mehr da.
Die ist wahrscheinlich schon abgestürzt jetzt. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, die ist weg. Schade. Ja gut, aber das Grundprinzip ist noch da mit zwei Satelliten. Das ist ja okay. Also First Stage ist verschollen. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich traue mich gerade nicht aus, Launchpad zu gehen für meinen Kommunikationsseiten. Für meinen allerersten Satelliten. Du kannst, das Pad ist frei. Pad ist frei. Wieso bist du nicht sicher? Pad ist frei. Also, ja, Pad ist frei. Wir sind in verschiedenen Zeitlinien. Ja und? Ich bin viel weiter vorne. Ja und? Ich bin weiter vorne, oder? Nee, du bist in the Future. Ja, warte, ich kann gleich synken, wenn ich ein Orbit habe. Moment. Ja, genau darauf warte ich ja gerade, deswegen. Wir hatten ja auch schon mal die Theorie, falls du dich noch erinnerst, dass es daran liegt, dass wenn wir in verschiedenen Zeitlinien sind, dass es dann abstürzt. Ja, kannst. Aber es ist mir aufgefallen, es stürzt bei mir nur ab, wenn ich das Schiff direkt sehe. Wenn ich zum Beispiel jetzt in der Orbit-Karte bin, wo ich halt die Erde so komplett sehe, da stürzt es nicht ab. Stürzt immer dann ab, wenn ich zum Schiff gehe. Aber Dings ist frei, also du kannst, wenn du willst. Okay, ich spule jetzt mal. Blubsat 1. Ich gehe jetzt ein bisschen in die Zukunft, ne? Also. Vorsicht. Ich stelle mich. Ich stelle mich aufs Pad. Komm schon. Der Blubsat 1, ja? Ja. Darüber auch Sat 1 ausgestrahlt oder hast du da keinen Vertrag? Nee, ist ja witzig. Nee, gibt's nur Kabel 1. Okay. Ach, der wird dann ein Kabel vom Satelliten runtergeworfen zur Erdstation. Das erste Kabel, darum Kabel 1. Ja, eher eben. Ja, komm, ja, so kommen die Namen zustande. Ist halt nur logisch, ja. Okay. Ich versuche mal, was du tust, der Satellit nicht explodieren. Ich versuche gleich mal was. Ich meine, die Satelliten haben weite Treibstoff dabei. Hast du eigentlich schon diese Monopropan-Dingsbums? Ja, habe ich bekommen, aber habe ich noch nicht eingebaut. Ach so, weißt du, wie weit ich noch davon entfernt bin? Eine 45 und die habe ich mir in der letzten Folge gekauft. Okay, warte. Das ist halt einfach so belastend, ey. Gut. So. Blubsat 1. Ich hoffe, das funktioniert. Vielleicht wird auch gleich alles explodieren, weil ich durfte meine Rakete nicht kopieren. Ich musste sie neu bauen. So. Und neu bauen beinhaltet halt meine Inkompetenz. Bevor du startest, sync lieber nochmal nach gleich. Warte, ich wollte jetzt gerade drücken. Ja, deswegen warte. Moment. Ne, safety first. Ich meine nicht, dass wir dir dann irgendwie abstürzt. Ich bin noch im Vorspulen, Moment. Ja, ich stehe auf dem Launchpad. Jetzt kannst du sinken. Wow, jetzt ist Nacht. Aber nice. Gut, dann gehen wir mal Gas hier. Knoten entkoppeln. So. LOL! Explodiert. Es ist nicht gestartet. Irgendwie. Ja, dann ist es ein Bug. Dann darfst du. Ich bin einfach runtergefallen. Ich weiß jetzt nicht. Hä? Das Ding ist leichter. Hä, was war das denn jetzt? Ich glaube, das ist, weil ich die Rakete nachbauen muss. Ich habe jetzt sicherlich irgendwas falsch gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wieso meine Rakete wie ein Stein runtergefallen ist. Als ob die Triebwerke gar nicht gezündet haben. Hä, was ist das denn jetzt gewesen? Hä? Wieso hat sich meine Rakete wieder auf Null... Hä? Ich weiß nicht. Ob das geht, was ich jetzt gerade vorhabe. Ja, was soll ich jetzt machen? Ist jetzt alles weg? Nee, das kannst du resetten. Das war ja ein Bug. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Ich weiß es ja Nein. nicht. Nein. Wenn es auf dem Pad explodiert... Nee, es ist ja nicht auf dem Pad explodiert. Ich habe Start gedrückt und dann ist es wie ein Stein runtergefallen. Als ob die Triebwerke nichts gemacht haben. Ja, das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Da kannst du neu starten. Ja, Moment, dann setze ich mich nochmal genauso aufs Pad zurück, weil wenn es kein Bug ist, dann will ich das Geld ja trotzdem verlieren, nur ich weiß es ja nicht. Das auf Start zurücksetzen. Hä? Aber die Rakete hat was übelst Schweres schon hochgebracht in den Orbit. Ich synke jetzt nochmal nach. Ich versuche was ich mal bei jemandem gesehen habe. Warte mal, lol, hat er nach dem Nachsinken die Triebwerke wieder ausgemacht? Ja, oder habe ich die
Vergessen anzumachen? Oder so. Das weiß ich jetzt nicht. Sein. Aber ich hab die doch angemacht. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll es anhalten und in der Folge nachgucken, oder was? Nein. Ja, aber ich habe jetzt zurückgesetzt. Wenn es aber mein Fehler war, muss ich das Geld ja verlieren. Jetzt hast du es zurückgesetzt. Hast du nicht schwerer, als es ist. Muss ich das nach der Folge nachgucken? Nimm es jetzt so, wie es ist, erstmal. Hä, aber... Doch, so. Das sollte alles... Hä? Okay. Also... Wo ist jetzt die da hinten ist das... Start jetzt noch. Ah, okay. So, und jetzt können wir nämlich... Mein jetzt startet es ganz normal. Dann hat's... Das war ein Bug. Ja, weiß ich, muss ich in der Folge nachgucken. Mein Gedanke ist jetzt, dass ich jetzt quasi hier ein Swing-Manöver mache. Dabei fliegt der weiter. Und dann setze ich den nächsten Satelliten aus. Ich hoffe, dass der dann vielleicht hier drüben ist. Das wäre richtig schön synchron. Sonst hätte ich halt drei mit hochprogrammen. Das passt schon. Ich hoffe, das ist okay so. So. Ja, und ich habe auch zwei Antennen dran. Wir haben ein Docking-Manöver dran. Wir haben Strom dabei. Das sollte eigentlich alles passen. Für die Zukunft. Kann ich es zurück? Nein, kann ich nicht. Rettungsstation und dann aufs große Schiff wieder. Ach, ich muss den Namen noch ändern. Meter, nicht irgendwie Blatt. Ich muss nach der Folge nachgucken. Ich weiß nicht, was eben passiert ist. Ich vermute, er hat alles wieder ausgestellt, als ich nachgesucht bin. Das habe ich halt nicht gesehen. Weil ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich alles angestellt hatte. Aber das werde ich halt nachgucken müssen. Sonst muss ich mir das Geld irgendwie nachträglich abziehen. Keine Ahnung. Nee. Version. Moment. Für die Beschriftung erstmal oben. Muss ja alles in Richtigkeit haben. Genau. Das ist der, der wird noch eine Weile fliegen. Oh Gott, das wird so schlimm, der hat kaum noch Treibstoff. Den kriege ich halt nicht zurück mehr. Da habe ich lustigerweise einen Auftrag. Was hier? Schon mal so ganz leicht die an. Und dann können wir auch das andere wieder zurückholen. Der kenne ich so lustig. So, ich werde vorspulen müssen. Da wissen wir schon mal. Ja, vorspulen. Und wo ist der andere? Ja, fast. Fast perfekt. Das ist fast perfekt. So, dekoppeln wir den hier. Entkoppeln. Wir steuern auch von ihm jetzt hier. Das ist schon mal gut. Erstmal chillig die Antennen ausfahren. Nee. Engine wird gestartet. Ein bisschen Schwung nach draußen. Oh, das ist aber ein bisschen hoch geworden. Ich muss noch ein bisschen. Noch ein bisschen näher an den. Die Apoapsis. Ja. Und so hoch wollte ich eigentlich gar nicht. Scheiße. Wie hoch bist du? Ja, weil. Schauen wir mal. Tschüss. Da fliegt die Engine. Mach's gut, Engine. Hier wirst du immer noch zu landen. First Stage ist ja ein bisschen lost anscheinend. Lost in Space. Die Second Stage retten wir, hoffe ich. Hätten wir jetzt noch einen dritten, dann wäre der vielleicht denn hier, ne? Das wäre halt insane gewesen. Na gut. Weiß man immer erst im Nachhinein. So, um die auf dieselbe Bahn zu bringen, dass wir so zwei Satelliten haben in so einem 1-Millionen-Orbit. Das war so eine leichte Kommunikation, das sollte auch gut für den Mond sein. Vielleicht kann ich dann das retten. So, um den zu retten, bräuchte ich hier einen Satelliten halt, ne? Das würde ich halt wahrscheinlich schaffen, wenn ich mit der ersten Stage so weit geflogen wäre. Dann müsste ich einen großen Satelliten. Obwohl, ich bräuchte den hier bloß mit mehr Treibstoff. Die Variante mehr Treibstoff. Na, eventuell. Wie sieht's bei dir aus?
Ich bin gerade dabei, den Orbit zu machen. Sehr gut. Hier fliegt aber noch ganz viel anderer Kram irgendwie rum gerade. Ich wollte den eigentlich nicht zu hoch machen. So. Oh, ich sehe dich gerade, ja. Okay. Version 1.0 ist das alles. Annehmen. Okay. Ja, das sieht alles sehr gut aus gerade. Für den ersten Orbit eigentlich ganz okay. Nee, das ist es nicht. Das ist es. Hier ist Blubsat 1, ich sehe den gerade. Ich muss immer so schmunzeln, wenn ich Blubsat 1 sage. Ich habe was vergessen. Upsala. Vergessen ist nicht so gut. So, jetzt kann der Satellit auch was sehen. Ich habe die Fairing vergessen abzusprengen. Die ganze Zeit. Wir werden einen leichten Drift durch die Atmosphäre machen. Ich gehe mal auf 60 Kilometer. Vielleicht stießen wir nochmal raus dann. Müssen wir gucken. Also ich werde, wie gesagt, in der Folge nochmal nachgucken, ob wegen dem Nachsinken die Triebwerke ausgestellt wurden oder ob ich es vergessen habe. Und je nachdem, ob es mein Fehler oder wegen dem Sinken war, werde ich mir das Geld abziehen oder nicht. Ja. Muss ja mal gucken, ne? So, und... So. Halt das nicht. Okay, da sieht man das ganze COM-Netzwerk. So, zur Not können wir bremsen, wenn alles sehr gut aussieht, können wir ja das nutzen, um einmal abzubauen. Wir haben noch 2000 Treibstoff. Das ist halt viel zu viel. Eigentlich müsste ich halt das alles loswerden. Ich hatte jetzt auch noch übelst viel Treibstoff über. Ja, das ist halt nur unser Elite. Die Rakete ist für wesentlich schwerere Lasten konzipiert, die ich hier mache. Ich fliege immer mit meiner Titan. Also ein hoher Orbit war über 500 Kilometer, oder? Ja. Okay, dann habe ich den hohen Orbit abgewendet, weil den wollte ich jetzt noch nicht machen damit. Mhm. Ich bin zwischen 405 und 465 Kilometer. Das ist doch gut. Ja, ich habe, ich wollte eigentlich auch einen Orbit, aber ich habe spontan das gemacht, weil sie es angeboten hat bei mir. Ich hätte auch einen dritten Satelliten für so ein synchrones Netzwerk gebraucht. Da habe ich eigentlich das geschafft, was ich in dieser Folge schaffen wollte. What the shit? Mir wurden gerade übelst viele Asteroiden angezeigt. Okay. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn das hier? Das ist wieder ein Tritt. Was ist das hier? Titan Satellite 4.0, Titan Relay Satellite. Ach du Scheiße, alles. Alles, ey, das ist ja schon Starlink 2.0, ey. Ja, Quatsch. Ja, gut. So, jetzt geht man hier voll Schub. Jetzt blenden wir den Treibstoff richtig schön raus. Wir wollen ja am besten jetzt gleich landen. Jetzt da haben wir noch einen Grund, den Treibstoff rauszuhauen, weil das Gewicht des Treibstoffs ist eigentlich nicht mit eingeplant zwecks Landung. Das heißt, der muss alle sein, damit ich das recovern kann. Also ist ganz praktisch, dass wir jetzt hier so ein bisschen das nutzen. Ja, also ich bin für diese Folge prinzipiell fertig. Ich habe. Ja, ich auch gleich. Ich muss bloß den zurückholen, dann bin ich auch fertig. Ich kann noch ein bisschen Wasser vor meiner Erdbeermilch trinken. Erdbeermilch? Meine Erdbeermilch ist alle. Ich bin umgestiegen auf Himbeere. Oha. Es ist nicht dasselbe. Ich kann schon mal zeigen, was ich halt noch für Satelliten vorbereitet habe. Den kann ich das Space Center mal. Ja, ich werde in der nächsten Folge was bauen, denke ich erstmal. Ich möchte. Das ja. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum. Ja, wie Elon Musk habe ich auch einen Traum. Ja, ich habe auch einen Traum, der sich nicht mehr so erfüllt. Was für ein Traum? Bitte das was? Ich habe dich ganz schlecht akustisch verstanden. Was für ein Traum? Habe ich vergessen. Okay. Ich lasse es mal so im Raum stehen. Na, ich habe einen Traum. Der Traum ist der Mond momentan. Ja. Ich habe schon wieder Konzeptzeichnungen gesehen, ne, wie er sich das vorstellt mit dem Mond und all das.
Das ist so gut, ne? Wer? Ich will. Ich will mit. Ich glaube, du verwechselst da gerade Fanbase mit Elon. Ja, ich weiß. Nee, das verwechsel ich nicht. Ich bin schon klasse Fanbase. Aber trotzdem ist es so gut. Ja, aber das sind nicht seine Vorstellungen. Das ist seine mir Vorstellungen klar. Ändern sich alle 2 Stunden komplett. Das Lustige ist halt, die Fans. Hast du seine neueste Idee? Nimmst du einfach mal 3. Und dann, also 3-mal so heftig. Und dann weißt du genau, was er sich denkt. Das ist ziemlich easy rauszukriegen, was er sich denkt. Hast du seine neueste Idee mitbekommen? Nein. Er will auf dem Super High Bay ein Restaurant machen, was quasi komplett aus Glas besteht, also Wänden und Boden, damit man oben essen kann und unten sieht man dann die fette Rakete, die unter einem steht. Auf dem Super High Bay will er das jetzt noch nachträglich draufbauen lassen. Das ist ja mal geil. Da gehe ich so. Also da könnte ich niemals essen gehen, ne? Oh doch, ich gehe essen. Nee. Wenn unter mir ein Glasboden ist und ich gucke irgendwie 80, 90 Meter in die Tiefe, ne, da könnte ich nicht essen. Keine Chance. Da kriege ich richtig Hunger. Bin ich sowas von dabei? Ja, das, was ich hier gerade gezeigt habe, werde ich in der nächsten Folge versuchen hochzuschicken. Ein wissenschaftliches Instrument, ein Solar-Partikel-Satellit. Der die Solarpartikel in unserem System untersuchen soll. Ich hoffe, ich kriege dafür auch ein bisschen Wissenschaft. Liebes Spiel, das wäre ganz gut. Den habe ich entworfen. Der kann dann auch gerne in einen hohen Orbit über 500 Kilometer von mir aus. So, Frau Tani, muss ich noch was zeigen oder? Warte, ich bin gleich unten. Wir können schon die Folge eigentlich beenden. Ich bin so gut wie gelandet, das wird safe sein. Das Fallschirme sind schon auf. Warte, ich guck kurz, wie die Endgeschwindigkeit ist. Das sollte aber easy funktionieren eigentlich. Second Stage. Die First ist leider verschwunden, leider. Im All. Okay, ja, 5 Quad. Könnt ihr die Folge beenden, das wird safe landen und dann recover ich das. Wie bringst du denn First und Second Stage und das sind irgendwie 30 KI-Kerne oder was? Nein, pro Stage ein Kern. Ja. Also, ziemlich easy eigentlich. Ja, für dich? Du stellst es immer so einfach dar. Ich habe ja auch nur gesagt, easy für mich. Gerade. Weil ich das Grundkonzept mir halt überlegt habe und das halt funktioniert. Hätte es nicht funktioniert, hätte ich umbasteln müssen. Wobei das ja nur die zweite Variante ist jetzt. Die hat ein bisschen mehr Power, aber es geht halt. Also ich benutze noch das Konzept der guten alten Wegwerfraketen. Die haben jahrelang funktioniert. Warum sollen sie jetzt nicht mehr funktionieren? So, aber dann würde ich sagen, beenden wir es mit der Folge und vielleicht sehen wir uns vielleicht nochmal in der zweiten Folge wieder. Schauen wir mal. Aber dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut und tschüss. Ciao.